Hallo meine lieben E-Scooter-Freunde, herzlich willkommen zum weiteren Video von WMA hier bei YouTube. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und in diesem Video gehe ich auf was ein. Ihr habt es in der Videobeschreibung und im Titel schon gesehen. Ich zeige euch, wie ihr euren G2 eben mit Scooter-Hacking tunen könnt. Das war ja wirklich so gewesen, ich habe wirklich viele Kommentare unter den Videos bekommen. Ihr habt mir eben auch bei Instagram geschrieben und ganz viele haben gefragt, kann man den G2 denn überhaupt noch tunen? Und ich kann euch das Ganze mit einem kurzen Satz beantworten, ja. Und es wurde sogar noch besser und einfacher. Und ihr habt jetzt noch sogar deutlich mehr Möglichkeiten, euren Scooter zu tunen. Bevor wir hier jetzt loslegen mit dem G2, möchte ich aber noch mal kurz darauf eingehen, dass alles, was wir an diesem Scooter jetzt verändern, dazu führt, dass eure allgemeine Betriebserlaubnis erlischt. Heißt, ihr dürft den Scooter nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr bewegen und ab dann eben nur noch auf dem Privatweg oder im Privatgelände. Das sollte, denke ich, klar sein. Die meisten, die das Tuning betreiben, wissen es. Aber ich möchte es an der Stelle noch mal gesagt haben, damit ihr es entsprechend eben auch auf dem Schirm habt. Und zwar, es gibt ja zwei Möglichkeiten, den Scooter zu tunen. Zwei verschiedene Firmen, Scooter Hacking und Xiodash. Jede Seite hat seine Fans und von daher möchte ich auch sagen, die Scooter Hacking Fans oder Xiodash Fans, seid fair in den Kommentaren. Ich glaube, jeder kann für sich entscheiden, welche Firmware oder welchen Anbieter er am Ende nutzt. Und mit den Videos möchte ich euch einfach zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Also von daher, seht ein bisschen davon ab, eben für die andere Seite immer Werbung zu machen. Deswegen habe ich zwei verschiedene Videos. Packt eure Kommentare gerne entsprechend dort rein. Und zwar ist es so, das Tuning funktioniert nicht mehr so wie früher. Das heißt, ihr schaltet den Scooter an und ihr könnt ihn direkt eben per Bluetooth in der App tunen. Das funktioniert nicht mehr. Es ist ein kleines bisschen umständlicher. Ich weiß, Scooter Hacking ist da schon sehr stark dran, dass man das in Zukunft eben auch direkt mit der App machen kann. Aber Stand heute, kann ich sagen, ich habe es ausprobiert, hat es noch nicht funktioniert. Also korrigiert mich, falls es schon wieder ein Update gibt. Aber ich habe es extra ausprobiert, es ging noch nicht. Heißt für euch, um euren Scooter zu tunen, braucht ihr in dem Fall einen ST-Link. Dieser ST-Link, ich kann euch das einmal zeigen, hört sich immer so kryptisch an, ist in dem Fall ein USB-Stick mit 4 Kabeln und damit müssen wir eben an den Controller rangehen, um den Controller eben auch vorzubereiten, damit ihr im Nachgang per Bluetooth Scooter Hacking aufspielen könnt. Scooter Hacking an sich ist kostenlos, an der Stelle mal ein großes Dankeschön an die Entwickler, ihr macht wirklich einen geilen Job, finde die App super übersichtlich, benutze sie extrem gerne und noch geiler, dass es kein Geld kostet, also von daher ein fettes Merci. Dementsprechend, ihr könnt euch die App nicht im App Store runterladen, wie es zum Beispiel bei Xiodash geht. Ist recht einfach. Ihr geht in dem Fall einfach auf Scooter Hacking und könnt euch dort eben die App auf der Homepage runterladen. Falls es schon einen Play Store gibt, schreibt es mir in die Kommentare, dann wissen alle eben Bescheid. Ich habe es in der Vergangenheit immer direkt auf der Homepage runtergeladen. Also im Endeffekt, ihr braucht diesen Adapter. Ich habe mir in dem Fall den ST-Link geholt von Xdash, habe das Ganze bei Etsy gefunden, habe mir eben gedacht, ist ein geiles Tool und ich probiere es aus. Den gibt es aktuell nur für den G2, hat aber eben den großen Vorteil, um jetzt ein bisschen auf die Vorgehensweise einzugehen. Wir werden jetzt einmal den Scooter eben umdrehen, werden die Batteriefachabdeckung abnehmen und bauen den Controller aus. Dann müssen wir den Controller eben auch mit dem ST-Link, wie ich schon gesagt habe, vorbereiten. Und früher war es so gewesen, dass man den Controller einmal komplett auseinanderbauen musste. Funktioniert auch, ist aber recht umständlich. Und mit diesem Adapter, also für alle, die es auf die klassische Art und Weise machen wollen, ich verlinke euch das alte Video, wie es funktioniert, gerne nochmal hier oben. Für alle, die aber in dem Fall den Adapter haben, geht es deutlich einfacher, weil wir müssen nur noch an der Seite die Halteschwange abschrauben und dann können wir eben hier mit diesem Xdash-Adapter an der Seite eben auch reingehen und haben dann die Möglichkeit, mit den zwei Lötpunkten hier oben drauf, beziehungsweise mit den zwei Kontakten direkt die Lötpunkte am Controller zu treffen. Funktioniert wirklich super einfach. Das Ganze kam mit einer tollen Beschreibung. Der Kontakt zum Verkäufer oder zum Hersteller, fantastisch. Hat nochmal nachgefragt, ob alles funktioniert. Also das kann ich wirklich empfehlen. Kostentechnisch lag es, glaube ich, irgendwo so bei 27 bis 30 Euro. Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Heißt von der Vorgehensweise, wir werden in dem Fall das Ganze am PC vorbereiten, bereiten den Controller so vor, dass wir ihn im Nachhinein flashen können, bauen den Controller dann wieder ein und können ihn dann eben auch direkt mit Scooter Hacking verbinden. Ich zeige euch das Ganze Schritt für Schritt. Packt mir an der Stelle auch gerne mal eure Fragen und Anregungen in die Kommentare. Bin gespannt, was ihr sagt. Seid ihr eher auf der Scooter Hacking oder eben auf der Xiodash-Seite? Wie lange habt ihr darauf gewartet? Habt ihr vielleicht bei dem Video noch Fragen? Schreibt es mir eben unten rein. Lasst mir an der Stelle auch gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Packt mir ein Abo mit rein. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Video. Los geht's. Dann fangen wir direkt mal an. Batteriefachdeckel aufschrauben. Ich hatte jetzt schon ein, zwei Schrauben gelöst, aber dachte mir, ich fange das Video jetzt mal damit an. Und zwar original, also ich habe jetzt hier in dem Fall schon andere Schrauben eingesetzt. Und ich glaube, original braucht ihr dann, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, den T15. Wichtig ist, dass der in dem Fall unten die Öffnung hat, weil da sind nämlich normalerweise Stifte drin. Ich habe in der Zwischenzeit mal andere reingemacht, weil sich die eine oder andere ausgedreht hat. Fangen jetzt erstmal an, machen den Batteriefachdeckel auf, können das Ganze abnehmen und dann eben auch den Controller aus meinem ausbauen.
Wenn ihr es das erste Mal aufmacht, kann sein, dass die Abdeckung ein bisschen schwer hochgeht, weil das Ganze noch geklebt ist. Also von daher einfach drunter fassen und leicht und vorsichtig hochziehen, sodass man es nicht verbiegt. Dann normalerweise ganz einfach, dann kann man das Ganze eben auch schon so abnehmen. Und dann ist auch hier schon der Part, an dem wir hinwollen, der Controller. Im Normalfall empfehle ich immer, bevor ihr den Controller rausnimmt, natürlich den Strom abzuklemmen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass es jetzt beim G2 so doof gemacht haben. Hier unten ist in dem Fall mit dem gelben Stecker mit dem roten Kabel. Das ist in dem Fall das Kabel, was zur Batterie geht. Man kommt so schlecht ran, dass man es eigentlich im eingebauten Zustand gar nicht ausbauen kann. Das heißt, der Controller selber wird gehalten von zwei Schrauben, zwei Imbus. Ich kann euch auch sagen, welche Größe das ist. Ich glaube drei. Und einmal rechts, einmal links. Also das ist in dem Fall so eine Verlängerung, dann kommt man ganz gut rein. Dann können wir den Controller hochheben und direkt eben beim Ausbau den eben auch abstecken. Dann eben entsprechend auch den Controller herausheben. Und dann als allererstes das Kabel abziehen. Da man schlecht rankommt und ich nicht am Kabel ziehen will, nehme ich mir damals eine Zange zur Hand. Also einmal hier hinten dran gehen. Jetzt haben wir auch den Saft schon ab. Kabel legen wir einfach mal zur Seite. Und dann können wir letzten Endes die ganzen Schrauben eben auch lösen. Wichtig für alle, die den Controller das erste Mal ausbauen, hier ist im Normalfall noch so ein Siegel drüber. Ich glaube, ihr seht es noch. Wenn man das Siegel bricht, ist die Garantie erloschen. Nicht irritieren hier von den Kabeln. Das habe ich schon mal gemacht. Da hatte ich ja damals eben auch den G30-Controller eingebaut und dementsprechend die Kabel geändert gehabt. Und eben original sind hier überall auch diese schwarzen Gelschichten drauf. Falls das Ganze nicht abgehen sollte, dann einfach eben in dem Fall mit dem Cutter drüber gehen, dann kann man es ganz einfach abziehen. Braucht euch auch keine Sorgen machen, also die Stecker sind alle unterschiedlich groß, das heißt, ihr könnt es im Nachhinein gar nicht falsch anstecken. Die Lösung mit dem Siegel finde ich ein bisschen schwierig, weil angenommen, ihr würdet den Reifen tauschen wollen, müsstet ihr das Siegel auch brechen. Oder ihr schickt den Scooter halt ein, aber ich denke, damit wollte Segway einfach sicher gehen, dass niemand daran rumbastelt. Wichtig ist, wenn wir den Controller jetzt rausholen, wenn wir den Controller abgeklemmt haben, lasst ihn immer einfach noch mal eine halbe Stunde liegen. Es kann immer sein, dass noch recht Stressspannung drauf ist und dann könnt ihr euch den Controller ganz leicht zerschießen. Also von daher einfach mal zur Seite legen, einen kleinen Moment warten und darauf nochmal sicher gehen. Und dann ist es jetzt quasi so, wir ziehen jetzt einfach mal nach und nach die Stecker ab. Und dann müssen wir jetzt hier auch noch in dem Fall die Schrauben lösen. Schöne ist, sie haben es mittlerweile recht einfach gemacht. Sie haben es oben eben farblich markiert, gelb, braun, blau, passend zu den Kabeln, also kann man es auch gar nicht mehr verkehrt rum anschließen. Dann haben wir den Controller auch schon raus. Dann fangen wir jetzt hier am PC einmal kurz an. Und zwar müsst ihr als allererstes mal auf, geht ihr auf den Browser rein. Dann öffnet ihr hier einmal in dem Scooter-Hacking. Also für alle, die es eingeben wollen, scooterhacking.org. Seht ihr einmal die Seite, hier scrollen wir in dem Fall nach unten. Und da ist das erste Tool, was wir brauchen, der RE-Flasher, einmal anklicken. Da ist das auch Ganze auch nochmal wirklich schön erklärt. Ein kleines bisschen runterscrollen, habt ihr hier die Möglichkeit, Download Latest Version. Das ladet ihr euch einmal runter. Und dann ist es so, bei mir hat es am Anfang eben nicht funktioniert, weil er einen ST-Link nicht erkannt hat. Aber, und da muss man sagen, ich hätte es auch lesen können, hier ist es schön erklärt. Um den ST-Link eben, damit der PC den erkennt, müsst ihr einmal hier auf den Link klicken. Da öffnet sich dann die Seite von Zadig. Damit könnt ihr dann den Driver eben auch für den ST-Link installieren. Also da könnt ihr runterscrollen, hier Zadig 2.9 auswählen. Dann öffnet sich das Ganze und wenn es geöffnet hat, steckt ihr in dem Fall den ST-Link einmal an, den PC an. Dann wird hier eben auch der ST-Link STM32, glaube ich, angezeigt. Und dann klickt ihr einfach nur auf Install Driver. Dauert dann ungefähr eine Minute und dann ist der Driver eben auch für den ST-Link installiert. Und dann ist es so, dass wir es genauso machen, wie ich es euch jetzt zeige. Wir schließen einmal hier den Browser, dann öffnen wir hier einmal Scooter Hacking. Zeigt ihr dann hier jeglicher Ausschluss, dass man alles auf ihr eigenes Risiko macht. Ich denke, das ist jedem klar. Klicken wir auf OK. Und dann öffnet sich hier auch schon das Fenster. Also das ist wirklich überschaubar. Für alle, die eben da noch ein kleines bisschen mehr Infos haben wollen, könnt ihr hier unter Settings gehen, Show Console, was der Controller gerade macht, wie er beschrieben wird und was quasi eben auch gerade damit passiert. Ich denke, das zeige ich euch jetzt einmal.
Dann legen wir mal los. Hier ist der Controller. Wichtig, wenn ihr ihn gerade ausgebaut habt, lasst ihn ein kleines bisschen liegen. Es kann immer noch sein, dass Restspannung drauf ist, dass ihr ihn euch nicht zerschießt. Zeitmäßig kann ich das nicht genau sagen, aber also nicht, auf jeden Fall nicht direkt anschließen. Dann nehme ich hier einmal den ST-Link-Adapter zur Hand. Ich zeige es euch nochmal, also quasi das ist der Adapter von der Firma X-Dash. Hier ist noch die Abdeckung drauf, nochmal abziehen. Und dann bereiten wir das Ganze jetzt einmal vor. Die Bildschirmaufnahme blende ich euch dann parallel ein. Starte das Ganze einmal kurz. So, und zwar von der Vorgehensweise mit diesem Adapter gehen wir hier mit dem schwarzen Kabel immer hier auf dem weißen Stecker auf den äußersten Pin. Festdrücken, damit er fest ist. Mit dem roten, beim roten Stecker in der Mitte eben auch auf den äußersten Pin. Die Abdeckung noch ab. Gucken wir mal, dass ihr das gut seht. Hier ist jetzt einmal so rum. Dann den ST-Link stecke ich jetzt gleichzeitig in meinen PC rein. Dann gehen wir hier mit dem Adapter, so wie ich es schon erklärt habe, gehen wir jetzt hier unten eben rein. Und ihr seht, hier sind diese zwei Nasen, das einmal komplett drin steckt. So. Und dann müsst ihr das Ganze ein bisschen nach unten drücken, so dass eben auch die Kontaktpunkte am Controller getroffen werden. Und jetzt klicken wir hier auf, müssen wir hier erstmal auswählen, den G2. Und dann können wir hier eben auch, also Kilometer und sowas könnt ihr natürlich einstellen, wenn ihr wollt. Gehen wir hier einmal auf Launch Recovery. Das Ganze läuft durch und ihr seht, das war es schon gewesen. All done. Tue es schon mal wieder raus. Steckt den Controller ab. Jetzt einmal zur Seite. Für alle die, wenn jetzt eben angezeigt wird, ST-Link not found, das war eben das, warum wir quasi dieses ZADIC installiert haben. Also falls ihr die Fehlermeldung habt, müsst ihr da den Treiber installieren. Und jetzt sind wir auch schon so weit, dass der Controller vorbereitet ist. Jetzt bauen wir ihn gerade wieder in den Scooter ein. Und entsprechend werden wir dann direkt danach mit Scooter Hacking eben auch die Firmware aufspielen können. Machen direkt weiter. Dann legen wir direkt mal los, schalten den Scooter einmal ein. Funktioniert auch ganz normal. Öffnen Scooter Hacking. Jetzt ist der Roller ja ausgewählt, nicht wundern. Ich habe oben natürlich die, in dem Fall die Seriennummer nicht eingegeben. Von daher steht jetzt noch die drin, die eben auch der RE-Flasher übernommen hat. Könnt ihr aber dann entsprechend auch jeweils eintragen. Jetzt versucht er sich zu verbinden. Dann einmal kurz an ausdrücken. Und ihr seht jetzt hier, die ESC-Region hat sich schon geändert, US32. Und entsprechend sollte jetzt eben auch das Flashen funktionieren, um das Ganze zu machen. Also wir spielen jetzt erstmal die Scooter-Hacking eigene Firmware auf. Dazu klickt er hier auf den Reiter Flash. Dann drückt er hier auf Install Update. Damit das Ganze funktioniert, müsst ihr natürlich auch im Internet verbunden sein. Dann wählen wir hier einmal Regular Base aus. Das Ganze lädt er sich jetzt im Hintergrund und jetzt drückt man hier auf Start Flash. Das gefällt mir zum Beispiel das Scooter-Hacking sehr gut. Sie zeigen eben auch immer die Prozentzahl an. Man sieht, wie weit das Ganze fortgeschritten ist. Und der sollte jetzt im Normalfall nicht länger dauern als 2 Minuten. Siehe da, hat funktioniert. Es wurde erfolgreich installiert. Jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht erschrecken, warum da jetzt eine Zahl auf dem Display steht. Können wir alles später einstellen. Das ist in dem Fall euer aktueller Batteriestand. Kann man natürlich einen ausschalten, dass es angezeigt wird. Ich finde es immer ganz geil. Aber da gehen wir später drauf ein. Jetzt einmal auf den Bildschirm tippen. Und dann können wir eben auch rechts, jetzt seht ihr das Feld Config, kann man jetzt eben auch auswählen. Jetzt zeigt er hier eben auch, dass man alles noch einstellen muss, weil würdet ihr aktuell versuchen, Gas zu geben, wird der Scooter nicht losfahren. Wir schauen jetzt einfach mal, ob das Ganze funktioniert und vor allem auch, wie schnell er fährt. Deswegen gehen wir jetzt hier einmal auf Throttle, wählen hier aus in den Sportmodus. Sind wir jetzt auch gerade drin.
Speed Limit setzen wir uns hier einfach mal hoch auf 40. Er wird mit Sicherheit nicht schneller fahren als irgendwo 31 bis 34. Hier nehmen wir jetzt in dem Fall mal Speed Based. Das macht es immer recht einfach. Power Limit geben wir ihm hier mal ungefähr 30. Das ist immer gut verträglich. Current Smoothness tue ich immer runter, weil man sonst zu ruppig ist. Das schreibt die Gasannahme. Und Motor Start Speed stelle ich jetzt hier auch mal runter auf 3. Das wird es dir dann ausprobieren können, ob es funktioniert. Und siehe da, es funktioniert. Also ihr habt gesehen wirklich, wie einfach dieses Tuning funktioniert. Also wirklich Kompliment auch ans gute Hacking. Geile Nummer, dass das Ganze auch noch kostenlos ist. Wie die App funktioniert, wie ihr verschiedene Einstellungen machen könnt, zeige ich euch jetzt eben einfach nochmal ein kleines bisschen Schritt für Schritt. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, verschiedene Profile anzulegen. Profil 1, Profil 2. Profil 1 könnte jetzt in dem Fall das Profil sein, mit dem ihr eben auch ganz normal auf der Straße unterwegs seid. Wichtig ist, die allgemeine Betriebserlaubnis ist so oder so erloschen, weil ihr was verändert habt. Aber damit könnt ihr die Geschwindigkeit beispielsweise auf 22 stellen und wenn ihr dann auf dem Hof richtig Gas geben wollt, wechselt ihr in das Profil 2. Dafür könnt ihr mitunter eben dann den Bremshebeltrick zum Beispiel verwenden, zeige ich euch jetzt aber auch. Wir sind jetzt hier im Profil 1, haben jetzt den Sportmodus ausgewählt, stellen wir die Geschwindigkeit jetzt hier eben auf 22. Schön ist, man muss es nicht speichern wie bei Xyldash, sondern man nimmt es direkt. Heißt, wenn ich jetzt Gas gebe, fährt er eben auch nur noch diese 22. Speed-based, Power Limit stellen wir eben auch auf die, ich glaube original sind es 25. Einmal übernommen, Current Smoothness lassen wir. Motor Start Speed lasse ich jetzt einfach mal, damit ich es euch zeigen kann. Field Weakening gehe ich gerne mal separat drauf ein. Cruise Control lasse ich aus. Modes, Set, also heißt nur, wenn wir den Scooter mit S ausschalten, ist auch wieder ein S eben auch eingeschaltet. Lichter, interessanter Punkt. Das wird runtergescrollt, einmal auswählen. Dann nehme ich in dem Fall immer Auto oder Car. Heißt, wenn ihr jetzt in dem Fall die Bremse zieht, dann leuchtet das Rücklicht. War ja früher so, dass das Rücklicht dann sehr schnell geblitzt hat, was natürlich immer ein Indikator dafür war, dass der Scooter getuned ist. Hier User Interface, das was ich eben gesagt habe. Ihr seht hier, wenn der Roller nicht bewegt wird, wird nicht die Geschwindigkeit angezeigt, sondern das Batterielevel. Das schalte ich in dem ersten Profil einfach mal aus. Ja, wechselt es auch direkt. Profile Triggers, können wir hier jetzt in dem Fall eben, das Active Profile ist 1. Applied Profile at Boot, heißt ihr macht den Scooter an, das ist in meinem Profile 1. Wenn wir jetzt eben den Scooter einschalten und die Bremse drücken, also den Bremshebeltrick, kommen wir automatisch ins Profil 2. Jetzt hier oben mal Sports eben auch noch ändern, gehen wir auf Drive, stellen wir Speed Limit entsprechend eben auch auf die, kommen wir ja auch einfach mal sagen, dann nehmen wir 17. Mal auch wieder Speed Based, die ansonsten Einstellungen Power Based kann ich auch nochmal drauf eingehen. Power Limit nehmen wir hier auch die 25. Current Smoothness lassen wir bei 500. Motor Speed habe ich jetzt hier auch, also Motor Start Speed lasse ich jetzt einfach mal, damit ich euch zeigen kann. Und dann können wir hier auch direkt noch Echo einstellen. Echo stellen wir einfach mal auf 10. Speed Based, Power Limit machen wir hier auf 20. Also grundsätzlich, ich zeige es gleich nochmal, von den Ampere her 30 ist immer verträglich, 35 sollte auch abkönnen, viel mehr würde ich auf Dauer auch nicht fahren. Aber ich glaube, packt mir mal in die Kommentare, was eure Erfahrungen dazu sind. Dann haben wir jetzt hier das Profile 1 eingestellt. Jetzt gehen wir hier mal auf Profile 2. Hier gehen wir jetzt mal, stelle ich jetzt nur mal den Sportmodus ein, um es euch zu zeigen. Speed Limit machen wir hier wieder auf die 40. Speed Based. Power Limit geben wir jetzt hier mal die 35. Current Smoothness stelle ich hier auch wieder runter auf 600. Also das bestimmt quasi, wie ruppig das Gas ist. 1000 ist einfach schon anstrengend. Dadurch wird das Scooter auch nicht schneller oder langsamer. Motor Start Speed stelle ich hier auch runter, damit ich es euch zeigen kann. Cruise Control könnt ihr zum Beispiel einschalten. Klickt da hier eben auf Time. Heißt, wenn ihr jetzt hier 2 Sekunden lang eine Gasstellung haltet, aktiviert sich automatisch der Tempomat. Finde ich super geil. Wechselt auch wieder in S. Brake Light stellen wir auch hier wieder auf K. Und in dem Fall hier in dem Modus habe ich jetzt auch eingestellt Battery Level. Nicht wundern, es wird jetzt im Display nicht angezeigt, weil der Scooter noch im Profil 1 gerade ist. Und dann hier die verschiedenen Profile Brake Pressed. Genau, das passt auch erstmal alles soweit. System Settings ist auch noch ein Punkt. Hätte ich vielleicht auch direkt am Anfang drauf eingehen. Auto Shutdown Delay stellen wir einfach mal hoch auf 30 Minuten. Heißt gerade, wenn ihr am Tunen seid oder am Rumspielen seid, schaltet der Scooter sich erst nach 30 Minuten aus. Alle anderen Punkte sind jetzt erstmal, um zu zeigen, wie die App funktioniert, nicht relevant. Die meisten, die auf das Video geklickt haben, wollen sehen, wie der Scooter getuned wird und ihr habt ja die leichte Übersicht. Also wir sind jetzt hier in S, im normalen Straßenmodus, fährt er 22.
aus. Wenn wir jetzt einschalten, fährt er wieder 22. Jetzt ausschalten. Bremse ziehen, einschalten. Gucken mal, wie schnell er jetzt fährt. Und siehe da, 32. Das Geile ist wirklich, wenn er jetzt ausschaltet, wieder einschaltet, fährt er 22. Also Kompliment an X-Dash, geiler Adapter. Vielen Dank an Scooter Hacking für diese App. Eben auch das ist kostenlos. Das ist ein dickes Dankeschön. Packt mir Fragen und Anregungen in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst mir ein Abo da. Würde mich freuen, wenn der Kanal weiter so wächst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.